Du hast meine Wunde. Ah. Bist du wach? Was machst du hier? Das hier. Hättest du mir das schon später wiedergeben können? Keine Zeit, Mann. Ich hab nachher noch ein Date. Ach echt? Und wie heißt der? Ah, witzig. Aber warte, ich hab hier noch was für dich. Das ist der neueste Schrei. Was ist das? Oh, das ist ein magischer Boden. Jede Bohne steht für einen Musiker. Ey, du musst auf jeden Fall eine ausprobieren. Ich war gestern Abend Sido. Sido? Wenn du meine Scheiße hockst, ne? Nimm eine. Ey, nee, lass die Kacke hier nicht liegen. Ach ja, vergiss nicht. Heute Abend Steak essen bei Rezo. Du bist dran mit einkaufen. Ich will meinen Schlüssel zurück. Arsch. Selber. Magischer Boden. Was labert der? Ah, ich muss noch einkaufen. Ey, boah, bist du nicht der Julian Fang? Ey, kann ich ein Foto mit dir machen? Ey, bitte heute nicht, ich bin mega fertig. Ich bin einfach nur. Ey, mega korrekt, Alter, was machst du da kurz gerade von Einkauf? Ey, du, Julian Fang! Ey, bitte, Einkauf. Einfach ein anderes den, Mal. Mach mal den hier! Mach mal den, dass ich hier reingucke! Mach mal den, dass ich mal reingucke! Wenn du meine Scheiße hockst, ne? Nimm eine. Du elender Hund, guck doch mal, wie ich gerade aussehe. Du bist das Erste, was da steht, wenn ich aus dem Haus gehe. Du hast Glück, dass ich dir nicht gleich meine Faust gebe. Merkst du nicht, dass du gerade auf meinem Schlauch stehst? Dann mach halt ein Foto und dann verpiss dich, Habibi. Sonst klebt meine Faust in dein Gesicht wie ein Panini. Du pubertierende Generation Instagram-Teenie. Hau ab, guck, da drüben steht Julienko und Bibi. Ey, Julian, krieg ich noch ein Autogramm von dir? Alter, jetzt will er noch eine Unterschrift. Das wundert nicht, denn ich mach 100 Klicks. Jetzt komm mir bitte nicht mit diesem Hundeblick. Nimm dein Autogramm und hau ab, sonst gibt's einen Unterleibkick. Und du nach Hause humpelst, während der King deine Mutter trifft. Ey, jetzt noch eine Videogrußbotschaft für meine Klasse, die 2B. Dann gib mir dein Handy und lass mich doch raus, bevor mein Burek auf Wurfs aufs Haus. Hallo, ihr Pisser von Klasse 2B. Check mein neues Album und hau den Typ, der neben mir steht. Kannst das alles nochmal für meine Klassenkameraden machen? Alter! Kannst du mich grüßen in deinem Video? Moin, Mann! Ey, Bruder, gib mir 80 Autogramme, ja? Du zu Hause! Ja, Mann, hab ich doch gesagt, das sind magische Bohnen. Hast du Harry Potter nicht gesehen, oder was? Ey, das war so krass. Ich bin gerade beim Friseur, ich ruf dich später wieder an. So, fertig. Wie gefällt es dir? Kannst ruhig ehrlich deine Meinung sagen. Oh, 361. Holy shit, holy shit. Oh mein Gott, was ist das für eine Scheiße auf meinem Kopf? Digga, guck mal, wie ich aussehe, wie ich aussehe. Nee, nee, guck mal, wie ich aussehe. Nicht dasselbe, nicht dasselbe. Nicht mein Gott kann mir jetzt noch helfen. Nicht mein Gott kann mir helfen, nicht dasselbe. Kein Wort verstanden, aber es scheint dir zu gefallen, oder? Ja, also gefällt mir schon. Wie? Thomas, ich bin auf dem halben Weg, ich muss gerade nur noch mal shitten. Scheiße. Ist da nebenan jemand? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hast du noch nie einen nackten Hobel gesehen? Kann man nicht mal in Ruhe von der Schüssel kommen, um sich eine kleine Kackpause zu nehmen? Du denkst sicherlich, dass ich ein perverser Psycho bin. Ich weiß, das sieht komisch aus mit deiner Gitarre vor meinem Ding. Du denkst, ich bin. Was schaust du mich so schief an? Ich
ich singe doch echt gar nicht mal so schlecht. Kann man denn jetzt nicht mehr ein Ständchen halten bei seinem Geschäft? Ich brauch endlich Klopapier, hörst du mir zu? Hast du's kapiert und wird hässlich, glaube mir. Hat hier denn niemand, niemand Klopapier? Gib deine Socken her, denn es juckt langsam echt schon sehr. Keine Zeit mehr zu erklären, denn mein Arsch ist voller Scheiße. Hi! Geht's dir gut? Oh Gott, was ist los mit dir? Seh ich dich das erste Mal, deine Augen und dein Haar. Mein Corazon schickt ein Signal, Gelato bis Copacabana. Perfekt vom Kopf bis Fuß, Bella. Doch es gibt eines, was ich nicht mag. Hab kurz überlegt, wie ich's dir sag. Nimm jetzt meine Mut zur Sarage. Das Salat zwischen deinen Zähnen, Spinat oder doch verschimmeltes Hähnchen. Hast du das im Spiegel nicht gesehen? Hast du deinen Kopf im Munde kleben? Ist das Salat zwischen deinen Zähnen irgendwie unangenehm? Nimm ihn weg, yeah, yeah. So viel Grün hab ich noch nie gesehen. Oh, das ist mir aber peinlich, aber was zwischen den Zähnen? Warte, hier? Kannst du mir da mal helfen? Hey Ju, ey, kannst du Stella vielleicht nehmen für eine Woche? Ey, du weißt, wie wichtig sie mir ist. Wer ist Stella? Das ist Stella. Ey, du bist doch einfach nur krank, Mann. Bruder, meine Eltern kommen nur eine Woche, bitte. Okay, die holst du später mal wieder ab, ja? Oh, danke. Du hast das gut. Danke. Alter, Scheiße, ey. Oh, du kommst in den Kofferraum, Alter. Oh. Oh, Rotwein ausgelaufen, jetzt noch Stella. Du machst alles dreckig hier, ey. Ah, was haben wir denn hier? Das ist ganz klar eine Leiche. Oder was denken Sie, Herr Kollege? Ja, definitiv eine Leiche. Nein, nein, das ist keine Leiche. Das sieht mir nach 500 Jahren Haft aus. Anzeige ist raus. Nein, nein. Billie Eilish. Es ist nicht, wie Sie denken. Nein, ich weiß, das könnte eine Leiche sein. Stella steigt immer hinten ein. Doch sie fängt niemals an zu schreien. Ach nee, das ist nicht, was ich mein. Das ist gar kein Blut, sondern ein paar Tropfen griechischer Rotwein. Glaub mir, ich bin nicht euer Feind. Warum schaut ihr nicht mal nach? Jetzt ihr denkt, dass ich euch verarsche. Stella ist aus reinem Latex und mein bester Freund, der mag es. Ich bin kein kranker Killer, nein, fesseln muss das sein. Ihr seid doch die Polizei, bin unschuldig, lasst mich frei. Stella. LOL. Das ist Stella. Das ist ne scheiß Gummipuppe. Ihr seid doch die Polizei, Polizei, Polizei. Wir sind nicht die Polizei. Was? Hättest du nicht Lust, was Neues auszuprobieren? Ich geh mich mal kurz frisch machen. Okay. Schon Mendes. Oh, mi amor, bereit für Fuego, nimm mich so, wie du willst. Zerstör mich so wie Rezo, ich warte schon lang. Ja, bitte mach mich zum Mann. Oh, oh, oh mi amor, gefangen in deinem Bann, wenn ich jetzt von dann. Ja, sag mir bitte, wann mein Bein hier verkrampft. Ich will, dass du auf mir tanzt. Oh, hey, willst du verarschen? Mich so wie ihr wollt, zerstört mich so.
beim Bäcker und der hat dann einfach irgendwie die Fenster. Ach, wisst ihr was? Das dauert mir zu lang. Ich werde euch einfach umbringen. Die magischen Bohnen sind kein Spielzeug. In ihnen steckt das Talent und Potenzial der größten Musiker unserer Zeit. Wer sie besitzt, hat die Macht, die Musikindustrie zu beherrschen und die ganze Musikgeschichte neu zu schreiben. Genau. Zwei. Wer war das? Eminem und Helene Fischer. Wow, war das eine spannende Folge! Was wird aus den beiden passieren? Was hat das mit dem magischen Boden auf sich? Was mit dem Mann im Mond? Mann im Mond nicht. Ja, Merch gibt's auch. Im Bam-Shop. Ja. Insider-Merch. Ah, Insider-Merch! Nur noch bis Montag! Also greift zu! Die Zeit läuft! Ja, gut. Dankeschön. Ja, und auf Spotify gibt's noch krasse Tracks. Noch 8 Stück kommen. Märchen in Asozial. Und ja, nicht vergessen zu liken, diese Jungs sind echt krass, Alter. Als ich das gehört habe, dachte ich so, pum, pum, pum. Und welchen Song fandet ihr in diesem Video heute am geilsten? Dann machen die Jungs daraus eine Vollversion, Alter. Auf Spotify. Tut das dann eure Playlist, gebt ein Like da. Ne? Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Warte. Ah, und nicht vergessen, danke nochmal an Mui, an Tom, Karina, an Anni und John. Danke dir. Ja, bitte. Immer wieder gern.